Gut. Wunderbar. Ich möchte heute gerne mit euch über ein viel zu selten diskutiertes Thema sprechen, wie man Dinge gut benennt. Mein Name ist Anne-Julia Seitz. Ich programmiere seit über 15 Jahren. Ich bin Beraterin und Entwicklerin bei der Port Zero GmbH und ich habe die meisten Dinge, die ich euch heute gerne zeigen möchte, so oder so ähnlich auch erlebt und gesehen. Als erstes einen kleinen Überblick darüber, was ich, worauf ihr euch jetzt eingelassen habt, und ich hoffe, es ist für jeden etwas auch dabei. Und zwar möchte ich als erstes ein wenig auf die gesprochene Sprache, die Geschichte der gesprochenen Sprache eingehen, dann etwas erzählen über die Geschichte der Programmiersprachen, ein paar allgemeine Empfehlungen geben zu Code und Sprache, dann gebe ich euch ein paar Empfehlungen zu Variablen, Funktionen und Klassenbenennung und werde abschließen mit ein paar Tipps und Tricks. Gut, als erstes die Geschichte der gesprochenen Sprache. Die Kommunikation zwischen den Lebewesen ist ein essentieller Bestandteil der Evolution. Und um ein wenig auf ein paar Aspekte eingehen zu können, habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht und ich möchte euch gerne mitnehmen, ein paar hunderttausend Jahre zurück in der Zeit, als die Menschen noch in Höhlen gelebt haben. Und ich stelle mir vor, wie ein paar Jäger in einer Höhle sitzen und sie haben ein bisschen Hunger und beschließen, dass sie jetzt rausgehen, um sich ein Mammut zu jagen. Und sie ziehen nun los mit ihrem Speer und sehen das Mammut und versuchen, sich anzuschleichen. Und mittendrin, während ihres Anschleichversuchs, wird einer der Jäger gefressen von einem Säbelzahntiger. Sie haben ihn alle nicht gesehen. Plötzlich war er da und einer der Jäger ist weg und alle Jäger rennen in alle möglichen Richtungen und sie gehen nun zurück in ihre Höhle, müssen erstmal überlegen. Sie sind ja schon sehr schlau, weil es sind ja auch Menschen, schon mit großen Gehirnen und essen viel Fleisch gerne. Und sie überlegen nun, was kann man da tun? Und sie malen sich nun einen Säbelzahntiger an die Höhlenwand und zeigen immer drauf. Und der Einfachheit halber sagen wir auch, sie haben es jetzt Säbelzahntiger genannt. Das ist auch für mich einfacher. Sie sagen also nun, wenn sie immer auf, sie zeigen immer auf dieses Bild und sagen immer, wenn wir Säbelzahntiger rufen, dann meinen wir dieses Tier. Gut. Sie ziehen nun also aus, wieder mit ihren Speeren und sind froher Dinge, haben auch immer noch großen Hunger und das Mammut ist auch immer noch da und sie schleichen sich an und auf einmal sieht einer der Jäger einen Säbelzahntiger. Sie wissen ja, was sie tun. Säbelzahntiger, Säbelzahntiger, rennt um euer Leben und wieder wird einer der Jäger gefressen. Warum? Was ist passiert? Was hat gefehlt? Ja? Und darauf möchte ich gerne hinleiten, es hat der Kontext gefehlt. Wo befand sich denn dieser Säbelzahntiger? Er war hinter den Jägern, aber einer der Jäger ist einfach gerade ins Maul von diesem Säbelzahntiger gerannt. Gut. Und worauf ich gerne hinaus möchte, ist eben, dass in unserer Sprache und in unserer Sprachentwicklung es sehr wichtig ist, dass eine Sache auch immer einen Kontext erhält. Wo befindet es sich? Oder in welchem zeitlichen Rahmen befindet es sich relativ zu etwas anderem, damit wir etwas mit dieser Information über die Sache überhaupt anfangen können. Damit es eine Bedeutung für uns enthält. Und wir nun als Menschen sind in unserer Entwicklung der Sprache immer weiter vorangeschritten und wir konnten dann zur Jahrhundertwende auch schon so ganz komplizierte Sachen ausdrücken und formulieren und erklären wie Atomkraft und Raketen. Ja, und wir haben auch Maschinen erfunden und diese Maschinen
waren nun auch sehr weit fortgeschritten schon und wir Menschen wollten auch gerne mit diesen Maschinen sprechen können. Und ich komme als nächstes also zur Geschichte der Programmiersprache. Computer, wie wir sie nennen, diese Maschinen, sind unglaublich dumm. Sie sprechen eine ganz, ganz einfache Sprache. Ja? Sie sprechen Einsen und Nullen. Und diese ganz einfache Sprache ist allerdings wiederum auf der anderen Seite für uns Menschen sehr schwer zu verarbeiten. Und auch wenn man sich jetzt vorstellt, wie diese Programmierer in der Anfangszeit dann da saßen und diese Einsen und Nullen gelocht haben und versucht haben, sie diese Befehle an die Maschinen immer wieder zu geben. Ich kann es mir auch nur vorstellen, ich habe es nie ausprobiert, aber es mag ein sehr anstrengender Job gewesen sein. Und vielleicht auch sehr frustrierend, weil finde mal den Fehler zwischen den ganzen Einsen und Nullen. Eine große Innovation zu der Zeit war dann Assembler. Assembler hat diese Maschinensprache umgewandelt in etwas, was für uns Menschen schon einfacher zu verstehen war, in 3 Buchstabenbefehle, die aber immer noch Maschinenbefehle waren. Und dieser Maschinencode war auch immer noch sehr schnell, aber eben nicht einfach zu lesen. Und guter Assembler-Code wurde dann als guter Assembler-Code verkauft, wenn er gut dokumentiert war. Also hinter jedem Befehl stand immer, was da genau eigentlich jetzt gerade passiert. Und wenn man sich dieses Beispiel hier anguckt und dann in einer höheren Programmiersprache vergleicht, also dieser Code hier ist genau das gleiche wie die Assembler-Befehle davor. Ja? Aber in unserer Welt, der Programmierwelt, können wir das jetzt auch viel einfacher lesen und wir wissen ganz einfach, was da passiert. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ich hoffe, der Punkt, der wird einfach klar. Das hier können Menschen einfach lesen und wir können auch anfangen, darüber zu sprechen, was dort eigentlich passiert. Und es gibt nun auch einfache Kontrollstrukturen, wie zum Beispiel Loops, If- und While-Schleifen. Und sie ermöglichen uns einfach, einfachere Kontrollstrukturen zu schreiben, anstatt immer hin und her zu springen zwischen den einzelnen Maschinenbefehlen. Warum ist es so wichtig, dass man Dinge benennen kann, eben im Code? Also klar, hatte ich auch schon gesagt, damit man das einfacher lesen kann. Und aus meiner Erfahrung, und das habe ich an mir und in dieser langen Zeit gemerkt, ist, mein Kopf hat eine Art Code-Parser entwickelt. Wenn ich Quelltext anfange zu lesen, dann kann ich das sehr schnell lesen, einfach weil mein Gehirn sich darauf das antrainiert hat, wie ich diese ganzen verschiedenen Wörter und Befehle zu deuten habe. Und was ich gerne möchte als Entwicklerin, ist, ich möchte diesen Text gerne schnell lesen können. Ich möchte ihn verstehen, ganz schnell. Und ich möchte ihn vor allen Dingen ganz schnell richtig verstehen. Und wenn man seinen Quelltext gut benannt hat, dann wird man sich auf jeden Fall auch selber morgen danken, wenn man nämlich selber schon wieder vergessen hat, was man da eigentlich getan hat. Gut, ich komme nun zu meinen ersten Empfehlungen für die Verwendung von Sprache in Quelltext. Los geht's. Auch wenn mein Talk auf Deutsch ist, die Texte sind alle auf Deutsch, aber der Code ist auf Englisch, weil meine Empfehlung ist immer, auf Englisch zu programmieren. In den Kommentaren, die wir machen in unserem Code, in der Code selber und auf jeden Fall immer, am besten amerikanisches Englisch und nie versuchen, in der Muttersprache Code zu schreiben.
Hintergrund ist, dass wir in der heutigen Zeit kaum noch ausschließlich deutsche Teams haben. Oder wenn man anfängt, Bibliotheken einzubinden in seine eigene Applikation, dann wird es auf jeden Fall ganz schnell ein riesengroßer Mix an Sprachen. Und wenn man nun versucht, ständig zwischen den Sprachen hin und her zu wechseln, dann kostet das Lesezeit. Dann sollte man versuchen, eben weil nicht alle englische Muttersprachler sind im Team, sollte man auch versuchen, eine einfache Sprache zu wählen. So ganz komplizierte Wörter führen nämlich dazu, dass ich dann immer erstmal in irgendeinem Dictionary nachgucken muss, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und das kostet auch wieder Zeit. Man sollte Zungenbrecher vermeiden. Wenn ich komplizierte Wörter im Code drin habe und mich mit meinen Kollegen über diesen Code unterhalten möchte, dann werde ich wohl nicht hingehen und sagen, genümtens. Ja, das spricht sich einfach ganz schlecht. Stattdessen halt etwas zu wählen, worüber ich, was ich einfach aussprechen kann, und wo ich nicht dann die Hand davor halten muss, damit ich niemandem ins Gesicht spucke, ist einfach nett für alle. Dann auf jeden Fall ist Leadspeak nicht cool. Man ist ja nun schon etwas älter und dann möchte man vielleicht auch, ich möchte auf jeden Fall gerne schnell lesen können und so eine Coolness. Naja, also es macht es auf jeden Fall nicht einfacher zu lesen und ich finde es auch selber überhaupt nicht cool. Dann in PHP haben wir dann vielleicht nicht das Problem. Seitdem die Version 6 nicht geworden ist. Also falls ihr in anderen Programmiersprachen auch mal was schreibt, versucht nicht Unicode zu verwenden. Es gibt ganz wenige Teile auf der Welt, wo dieser Quelltext gelesen werden kann. Und wenn ich jetzt versuche, diesen Quelltext zu verstehen, dann würde ich ihn wahrscheinlich kopieren und in ein Übersetzungsprogramm erstmal einfügen, um lesen zu können, was dort überhaupt steht. Genauso empfehle ich wirklich kein Unicode zu verwenden. Es geht wohl, ich habe es gesehen, aber niemand möchte sich wirklich durch eine Klasse debuggen, die 4x Hundehaufen heißt. Auch wenn da ein paar Sonnenbrillen-Smileys drin sind. Gut. Man sollte auf jeden Fall auch nicht in seinem Code fluchen. Ich weiß es, ab und zu ist es sehr, sehr frustrierend. Ja? Man sitzt da wirklich und versucht zu verstehen und dann findet man vielleicht irgendwas. Ja? Und dann lässt man seine Wut und seine Aggression am Quelltext ab. Das Problem, was durch so eine Art entsteht, ist, dass ich als Programmierer, der das dann anschließend lese, ich bin sehr logisch in meiner Art, wie ich meinen Quelltext lese und auf einmal kommt da etwas drin vor, was mich anhalten lässt, weil ich nicht mehr mit dem Logikteil meines Verständnisses für Quelltext vorgehen kann, sondern ich muss auf einmal rüberwechseln zu meiner emotionalen Seite und versuchen zu verstehen, warum der Entwickler vor mir jetzt so wütend war. Reißt mich völlig raus und da muss ich erstmal, keine Ahnung, mir einen Kaffee holen gehen, ja, und nochmal drüber nachdenken, was jetzt hier eigentlich so schlimm war. Was ich empfehle, wenn so eine Art Frust entsteht, ist, dass man lieber vielleicht zum Programmierer hingeht, der das geschrieben hat, und mal fragt, wie man das vielleicht verbessern könnte.
vielleicht überhaupt mit dem Product Owner oder dem PM spricht, dass man da vielleicht mal Zeit für sich nimmt und das reparieren kann. Oder wenn das keiner ist, den man greifen kann, dann vielleicht einen Issue aufmachen auf GitHub. Oder vielleicht wenn, im besten Fall gleich einen Pull-Request schicken oder eine E-Mail schreiben. E-Mail ist jetzt vielleicht nicht immer das Beste, aber alles ist besser, als da einfach nur Frust zu hinterlassen. Weil jeder, der das danach liest, wird auch frustriert sein. Gut, das waren meine Empfehlungen zum Thema Sprache. Nun komme ich zu meinen weiteren Empfehlungen für Code. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, man sollte versuchen, sich möglichst kurz zu halten. Da sind schon einige reale Beispiele auch drin. Ich sage jetzt nicht welche. Ich hatte ja schon angesprochen, wie so ein Code-Parser im Gehirn funktionieren kann. Und wenn ich jetzt versuche, so einen Text schnell zu lesen und dann so ein langes Wort da drin habe, also entweder versuche ich dann drüber zu skippen und vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig zu verstehen, oder ich muss mir die Sekunden Zeit nehmen, dieses ganze Wort wirklich Teil für Teil zu lesen, damit ich es wirklich richtig verstanden habe, was dieses gesamte Wort denn alles an Informationen, die ich brauche, enthält. Das würde auf jeden Fall die Geschwindigkeit verringern. Und wahrscheinlich enthält es mehr Informationen, die ich gar nicht brauche. Deswegen habe ich auch euch eine Faustregel mitgebracht für die Länge von Variablen oder Funktionsnamen und Klassen auch. Und zwar, dass man einen Buchstaben für Schleifenzähler verwendet, ein Wort für Konditionen und Schleifenvariablen, 1 bis 2 Wörter für Methodennamen, 2 bis 3 Wörter für Klassennamen und 3 bis 4 Wörter für globale Konstanten. Das sind sogar 5 Regeln, kann man sagen, das ist eine Faustregel. Dann, die Sachen sind alle in meinen Slides drin, ich werde sie nachher hochladen, ihr könnt sie euch dann auch später nochmal mitnehmen. Dann sollte man auf jeden Fall Abkürzungen vermeiden. Ich war vorher schon mal darauf eingegangen. Niemand wird mit seinem Kollegen über ein Krittel oder Zimpel reden. Mein Code-Parser liest zwar diese paar zusammengefassten Buchstaben, aber versucht, dieses Wort immer noch durch das ganze Wort zu ersetzen. Ein Wort, was ihr alle kennt und was ihr sehr oft verwendet und auf jeden Fall immer in Texten abkürzt, ist das Wort Beispiel. Aber niemand von uns sagt BSP, wenn wir miteinander reden. Wir sagen immer Beispiel. Und das ist mein Beispiel dafür, warum man diese Wörter am besten auch einfach ausspricht, um dem Kopf die Arbeit des Zurückübersetzens abzunehmen. Dann empfehle ich, dass man Akronyme in Großbuchstaben schreibt, weil im Gegensatz zu Abkürzungen sind Akronyme immer die ersten Buchstaben von vielen zusammengehörigen Wörtern. Und um wieder dem Gehirn die Lesearbeit zu erleichtern, geben wir uns Programmierern den Hinweis, dass jeder Buchstabe einzeln gesprochen wird. Wie zum Beispiel bei HTML. Oder HTTP. Es gibt nun den Fall, dass in CamelCase, dass die Leseweise erleichtert werden kann, indem man dann sowas macht wie eben hier HTML, XML, HTTP Request, dass man halt nicht alles in Großbuchstaben schreibt, eben weil CamelCase sonst einfach nur alle Buchstaben groß geschrieben wären und dann der Lesefluss nicht mehr gegeben wäre. Deswegen habe ich da hingeschrieben OKR. Dann sollte man auf jeden Fall vermeiden, Nullwörter zu verwenden. Nullwörter sind die Wörter, die wir hinzufügen können, bei denen es aber auch überhaupt gar nicht auffällt, wenn sie
nicht da sind. Beispiele dafür sind, eben habe ich hier auch genannt, zum Beispiel Data wird sehr oft verwendet. Keiner weiß jetzt nur, was für Data da drin steckt. Dann Helper oder Manager. Keiner weiß, was ein Manager eigentlich tut. Und wenn wir das also weglassen, dann können wir vielleicht, verlieren wir keine Bedeutung an dem Ding. Unbenutzten Code empfehle ich immer, einfach zu löschen und Versionskontrolle zu verwenden, weil nichts ist so frustrierend, wie in einem riesen Berg von Code etwas zu finden, zu versuchen und immer wieder in diesen ungelöschten Code zu springen. Und auch, es ist auf jeden Fall ein Hinweis auch darauf, dass man etwas refactoren sollte und etwas wegwerfen kann, wenn man nun anfängt, irgendetwas schneller machen zu wollen oder irgendetwas auf eine andere Art und Weise hinzufügt, aber die alte nicht wirklich löscht. Deswegen am besten löschen, um eben die Menge des Codes wieder zu verringern auf das Wesentliche. Und genau in dem Zusammenhang halt auch, dass man versucht, diese Kontexte und diese Begriffe auch einzubringen, damit man eben auch diese Zusammenhänge findbar machen kann. Wenn ich hier oben also nun aus dieser 34 eine Berechnung machen kann, wie ich da hinkomme und dann suchen kann in meinem Code nach der Information, dann, also wenn ich jetzt versuchen würde, nach der Nummer 34 in meinem Code zu suchen, dann bin ich wahrscheinlich aufgeschmissen, weil an ganz vielen Stellen diese Zahl auftauchen kann. Wenn ich ihr aber einen Namen gebe und ihre Bedeutung damit auch gebe, dann kann ich sie auch finden. Auf jeden Fall, also diese beiden Quelltextblöcke enthalten die gleiche Berechnung, aber das eine eben ist etwas länger, aber lesbar, und das andere ist eben sehr kryptisch. Und man muss wirklich den Business kennen oder eben das Fachliche verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Dann möchte ich gerne darauf hinweisen, dass man sehr vorsichtig sein sollte bei Gleichheiten von Wörtern. Wir hatten das vorhin schon mal gesagt, dass wenn da lange Wörter sind, dass man dann versucht, eher drüber hinwegzulesen. Und wir versuchen auch immer natürlich unsere Autovervollständigung von Variablen oder Klassennamen zu verwenden. In so einem Fall allerdings ist es sehr fehleranfällig, weil eben der kleine Unterschied hier nicht einfach erkennbar ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich für das Falsche entscheide, ist hier schon bei 50%. Und so ein Fehler dann zu finden, ist auch wieder sehr schwer, und man braucht sehr viel Lesekapazitäten, um das wieder gut zu machen. Dann sollte man auf jeden Fall, wenn ihr alle PHP Storm verwendet oder irgendeine andere JetBrains IDE oder wahrscheinlich irgendeine andere IDE, dann empfehle ich immer, die Rechtschreibprüfung auch eingeschaltet lassen. Sie nervt vielleicht manchmal, wenn die IDE diese ganzen Fachbegriffe, die in der Applikation drin vorkommen, nicht kennt. Aber wenn man diese Wörter nun dem lokalen Wörterbuch hinzufügt, dann hat man auch die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man in Zukunft diese Wörter falsch schreibt. Und jedes falsch geschriebene Wort ist eine eingeschmissene Fensterscheibe. Und deswegen ganz einfach die Rechtschreibprüfung nicht ausschalten. Dann, wenn man
sollte man versuchen, im Stil konsistent zu bleiben. Und mit Stil meine ich zwischen Camel Case und Snake Case. Wenn mein interner Code Parser mit Camel Case nicht funktioniert, dann also so wie in PHP in den meisten Applikationen heutzutage wird Camel Case genommen. Mein Code Parser hat sich auf Camel Case eingestellt und so versuche ich nun die Sachen alle zu lesen. Wenn dazwischen auf einmal dann Snake Case drin steht, dann stolpert mein Auge erstmal so ein bisschen, weil ich muss jetzt meinen Code Parser wieder so ein bisschen anpassen. Wenn man Python programmiert, dann wird man wahrscheinlich eher Snake Case verwenden und weniger Camel Case. Aber auch das ist wiederum dann konsistent. Genau, man bleibt am besten bei einem einzigen Stil, damit der Code Parser nicht stolpert. Wenn man nun sich für eine Schreibweise, für einen Schreibstil entschieden hat, dann sollte man auch darauf achten, dass wenn man ein Wort in Camel Case auf eine unterschiedliche Art und Weise schreiben kann. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Username. Ja, ob ich nun Username schreibe oder ob ich Username schreibe, ist die Erwartungskonformität wird nicht erfüllt, wenn ich das gleiche Wort auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen schreibe. Man sollte auf jeden Fall sich die Zeit nehmen und gucken, ob dieses Wort schon einmal geschrieben wurde und dass man dann auch die gleiche Art zu schreiben übernimmt. So, das waren meine allgemeinen Empfehlungen. Nun komme ich zu den Variablen. Ich hatte vorhin in der Faustregel schon mal gesagt, dass Ein-Buchstaben-Variablen okay sind in Schleifen. Das Ganze hat eine Limitierung, nämlich wenn man anfängt, Schleifen zu verschachteln. Ja? Wenn ich nun da immer tiefer gehe in der Verschachtelung und dann habe ich als erstes I, dann habe ich J, dann habe ich K, dann weiß ich bei L und M schon gar nicht mehr, was da jetzt eigentlich drin steckt und die Information geht einfach nur völlig verloren, was ich hier eigentlich überhaupt gerade iteriere. Deswegen empfehle ich auch in Schleifen, nicht einfach nur einen Einbuchstaben-Variablen zu verwenden, sondern auch das Ganze hinzuschreiben, was da eigentlich drin steckt. Variablennamen sollten nicht inkrementiert werden. Der Unterschied zwischen Account 1 und Account 2 wird aus der Zahl nicht hervorgehen. Was steckt in Account 1 anderes drin als in Account 2? Was unterscheidet die beiden voneinander, dass sie berechtigt, dass sie jetzt beide da sind? Besser ist es, mindestens in einer von den beiden den Unterschied deutlich zu machen, welche Information da eigentlich drin steckt. Dann sollte man vermeiden, überflüssige Informationen in Variablennamen reinzupacken. Wenn ich nur eine Art von Tree Leaves in meinem Projekt habe oder in meiner Bibliothek, dann brauche ich das Ganze nicht Tree Leaf nennen, dann kann ich es einfach Leaf nennen. Oder das andere Beispiel hier in dem Fall, wenn ich in meiner Applikation nur eine Art von Bestellungen habe, nämlich Shipment Orders, dann kann ich das Ganze auch einfach Order nennen. Es ist viel kürzer, viel einfacher zu lesen und dieses lange Wort Shipment einfach weglassen. Und die Schnellleser sind glücklich. Kommen wir zu den Funktionsbenennungen. Funktionen sind die Teile in unserem Code, die uns die Funktionalität bringen. Sie sind die Teile, die etwas tun und sollten demnach aus Verben bestehen. RefCount ist kein Verb, es sagt einfach nur, dass da etwas ist, aber es sagt überhaupt gar nichts darüber, was es da eigentlich tut. Besser ist in dem Fall clear oder sort oder add reference, auf jeden Fall immer ein Verb drin, damit deutlich wird, was dort eigentlich getan wird. Dann sollte man, wie schon vorher auch gesagt, es versuchen kurz zu halten.
Get Number of Items ist sehr lang, aber was es eigentlich tut, ist, wir wollen von der Liste wissen, wie viele Items drin sind. Wir können auch einfach das Wort Count nehmen. An der Liste einen Count dran zu haben, wird auch ziemlich deutlich, was da eigentlich getan wird. Dann sollte man allerdings auch nicht zu kurz werden, weil Verify sagt uns zum Beispiel überhaupt gar nichts darüber, was da eigentlich verified wird. Ja? Wir wollen wissen, ob da Null drin steckt. Aber Verify, eben daran verliert sich die Bedeutung, was da eigentlich getan wird. Dann sollte man Fragen verwenden für Booleans. Has, contains, is sind immer Wörter, die darauf eben hinleiten, dass der Rückgabewert ein boolscher Wert ist. Man sollte Redundanz vermeiden mit Funktionsparametern. Das liest sich einfach ganz schlecht, wenn man da so doppelt gemoppelt hintereinander das gleiche Wort liest. Und genauso sollte man auch Redundanz mit dem Empfängerobjekt vermeiden. List, add to list, item oder ganz kurz list, add item. Wenn Funktionen ein AND oder OR enthalten, dann ist das meistens ein Hinweis darauf, dass die Funktion zu viel tut. Am besten geht man nach dem Unix-Prinzip, tue ein Ding und tue das sehr gut. Es lässt sich viel einfacher lesen, wenn man die Funktionalität extrahiert in zwei Funktionen und die untereinander schreibt. Dann, wenn man in einem Entwicklerteam arbeitet, passiert es sehr schnell, wenn die Codebasis wächst, dass man für ein und das gleiche Konzept anfängt, verschiedene Wörter zu verwenden. Am besten ist es, wenn man sich als Entwicklerteam mal zusammensetzt und überlegt, was man alles für Konzepte hat und sich dann auf ein Set von diesen Wörtern einigt. Weil nichts ist so frustrierend manchmal oder kompliziert dann auch, wenn ich dann eine riesengroße Codebasis habe und dann habe ich mittendrin einmal einen Fetch und einmal einen Retrieve und einmal einen Get und alle tun irgendwie das Gleiche, sie holen etwas. Aber was ist denn nun der Unterschied zwischen diesen Varianten von der gleichen Sache? So, komme ich zu den Empfehlungen für Klassennamen. Klassennamen sollten Hauptwörter sein. Ziemlich einfach eigentlich. Und wenn Klassennamen zu lang werden sollten, dann kann man auch die Namespaces mitverwenden, um noch mehr Kontext zu schaffen auch. Damit auch die Klassennamen eben kürzer werden können wiederum. Und es ist auch super, um viele Klassen zu einem bestimmten Bereich zu gruppieren. Das war ganz kurz zu den Klassennamen. Vieles davon war auch schon in den allgemeinen Empfehlungen. Ich komme zum letzten Teil, zu ein paar Tipps und Tricks, die ich noch habe, wenn ich so da sitze und versuche, Dinge zu benennen und ich überlege so vor mich hin und nichts fühlt sich wirklich richtig an, dann frage ich mich erstmal so, was es denn eigentlich tun soll. Und wenn ich dann immer noch nicht zu einer Lösung gekommen bin, die sich besser anfühlt, dann versuche ich mehr über die Business-Domäne herauszufinden. Ich gehe zu meinem Product Owner oder Product Manager und frage mal, erklären wir doch noch mal ein bisschen mehr was über die Business-Domäne an der Stelle. Und wenn ich an der Stelle nicht weitergekommen bin, dann frage ich auch mal einfach meine Kollegen, die so um mich rum sitzen, was würdest du denn sagen, wie man das nennen könnte. Und manchmal hat man ja auch nicht so viele Kollegen um sich rum, wenn man alleine als Freelancer irgendwo arbeitet, dann kann man auch mal auf GitHub schauen, nach ähnlichem Code aus der Business-Domäne, mal schauen, wie die anderen das so genannt haben. Und
letztendlich würde ich dann einfach das naheliegendste wählen, weil ich kann ja später auch immer noch mal refactoren. Ich habe euch eine kleine Formel mitgebracht für Service-Klassen. Man nimmt ein Hauptwort, ein Nomen und ein Verb und hängt ein ER oder OR hinten dran. Das wird dann ein normalisiertes Verb. Und hier ein paar Beispiele dafür. Zum Beispiel den Configuration Builder oder einen Query Dumper, Routing State Presenter, Form Decorator oder Velocity Response Writer. Man sieht immer ein paar Hauptwörter und am Ende ein normalisiertes Verb. Dafür habe ich euch eine Sammlung an Hauptwörtern in die Slides reingepackt und auch ein paar normalisierte Verben. Und was man nun machen kann, ich mache das mal kurz vor, ist, ich möchte nun also eine Klasse benennen und dann gehe ich so in meine Sammlung der Hauptwörter und dann sage ich, ich hätte gerne Identity und dann suche ich mir jetzt noch Identity Dumper. Ich habe einen Namen. Fange ich damit an. Wenn mir das noch nicht gefällt, dann kann ich das ja noch verfeinern oder ich frage mal meinen Kollegen, was hältst du von Identity Dumper? Bitteschön. Die Wörter sind in meinen Slides drin, die könnt ihr euch später einfach dann da rausklauen. Dann habe ich noch den Word Association Lookup. Da kann man drauf gehen, da findet man zu einem Begriff so aus angrenzenden Bereichen andere Begriffe, um sich vielleicht so ein wenig Inspiration zu holen, wie man eben Dinge benennen kann. Und wenn man nach Synonymen sucht, empfehle ich Thesaurus. Da findet man auf jeden Fall auch immer so angrenzende Wörter, die einem dabei helfen, vielleicht das, was man gerade beschreiben möchte, noch besser zu beschreiben. Und damit komme ich auch zu meinem Fazit. Sobald ich mit dem Namen zufrieden bin, bin ich gewöhnlich auch zufrieden mit dem Design. Dankeschön. Gut, auf Jointon ist der Talk auch hinterlegt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir eine E-Mail. Fragen? Und Fragen gerne. Ansonsten Kaffeepause.